mal, hier Lulichen, herzlich willkommen zurück zu Dreinfieber. Ja, und wir haben ja beim letzten Mal diesen Zug hier anhalten lassen und wollen jetzt einfach mal warten, bis hier wieder Holz liegt, weil vielleicht sieht man es ja da kommt das Holz her. Und dann mal schauen, dass man genügend drauf... Ah, dann zerkostet der trotzdem. Eieiei, aber die Frage ist, bringt er dann mehr ein? Sind wir schon im nächsten Jahr? Nein, noch nicht. Wir sind noch nicht 1853. Weil es muss ja erstmal gut was da liegen, denke ich mal, dass wir hier auch immer kontinuierlich mit dem vollen Zug fahren, weil nur dann macht das Ganze, glaube ich, auch Sinn. Und dann macht er, glaube ich, auch Gewinn. So. 2 Monaten, was? Vergrößerung in 2 Monaten geplant. Also der versucht sich zu vergrößern. Jetzt haben wir, wie viel haben wir schon drauf? 4, wie viel liegt noch da? 6. Das heißt, wir hätten dann 10. Jetzt ist natürlich die Frage, wie machen wir das? Auf alle Fälle, jetzt schauen wir mal nach Washington rein, zu unserer ersten Linie, was die so machen. So, und nochmal auf die Finanzen gucken. 79.000. Miese. Ist natürlich nicht so gut. Boah, da ist ein Smog in der Luft. Ja. Ich glaube, wir können da nochmal 1, 2 Kutschen reinbauen. Aber ich möchte jetzt erstmal Gewinn einfahren, bevor wir da noch mit mehr Kutschen rumtun. Ich weiß natürlich nicht. 3.000. Ja, aber es sieht gut aus. Also hier funktioniert es zumindest. So, dann schauen wir mal zurück an unseren Holzwirtschaft. Ob sich da was tut. Aha, da haben wir jetzt jede Menge liegen. 8 Stück. 4 haben wir schon drauf. Aha, 4.000 Miese. Aber die macht nicht so viel Miese, wie wenn sie fährt. Weil dann, glaube ich, die ganzen Betriebskosten weg sind. Wie viel kann man hier eigentlich lagern? Steht gar nicht da. Die planen sich zu vergrößern. Was? Keine? Obergrenze 50. Ah, jetzt kann sie 50 lagern. Ich möchte da jetzt noch ein bisschen warten. Ich weiß nicht. 9 sind jetzt schon da. 4 haben wir drin. 14 kann man... Ja, doch. Da ist jetzt ein Überschuss da. Dann schauen wir uns das jetzt mal an. So, ich würde sagen, wir laden den jetzt wieder ein. Jetzt ist er voll. Ne, 11 hat er nur. Und 3 sind schon wieder da. Gut. Hey. Was ist jetzt los? Jetzt sind wir gespannt. Also wir sind jetzt im Jahr 53, 1853, haben jetzt Miese von 5.000. Letztes Jahr hat er 75.000 Miese gemacht. Und jetzt schauen wir mal. Also man kann halt erst eine Bahn richtig laufen lassen, wenn sie Plus macht. Und dann können wir schauen, dass wir uns erweitern. Weil, wie gesagt, wir brauchen ja Kohle. Wir haben noch 2 Millionen. Und wir müssen ja irgendwann auch anfangen, den Kredit abzuzahlen. Weil der kostet uns ja auch immer Zinsen. Ja, bei solchen Spielen braucht man einfach ein bisschen Geduld. Bis das Ganze mal so läuft und optimiert ist. Linie 1 funktioniert. Da mache ich mir gar keine... Gedanken. Hey, man kann auch den Zug umbenennen. Wie nennen wir den? Die dicke Bertha, oder? 53.000. Und so schon ist er im Plus.
Die Frage ist nur, wie lange bleibt der im Plus? So, aber jetzt sollte man hier erstmal dicke Bertha. Dicke Bertha. Jawohl. Jetzt haben wir einen Namen. Jetzt hat die einen Namen. Kann man da bei der Postkutsche auch. Aber da haben wir, glaube ich, dann zu viel zu tun. So, jetzt schauen wir mal. Wie viel liegt jetzt da? Aha. 8 Stück. Ja, aber jetzt, das sieht man, da geht schon wieder runter. Das ist einfach noch nicht richtig ausgeklügelt. Fa-ba-ba-ba-ba. Der fahrt noch viel zu viel Miese ein. Jetzt sind, es liegen 8 Stück Holz da. Das heißt, die haben noch nicht einmal den Wagen voll. Wir halten die nochmal an. Wir lassen jetzt erstmal beladen, was da ist. Und dann halten wir sie an. Ich weiß nicht, wie viel das man. Nee, wir halten jetzt die ganze Bahn an. Genau. Wir halten sie an. Und lassen sie einfach mal. Genau. So. Es macht da momentan nichts. Genau. Jetzt lassen wir sie mal stehen. Und jetzt schauen wir mal, was wir da machen. In der Zwischenzeit kann nämlich dann noch ein bisschen Holz an den geliefert werden. So, jetzt schauen wir mal, was kann man hier noch machen. Und zwar, ich habe gesehen, wir haben bei vielen Stellen du sollst rausscrollen. Jetzt 2 Dings stehen. Jetzt bringen wir auf, wir haben hier 8. Schafft eine Postkutsche alleine nicht. Ist einfach so. Wie viel haben wir hier? 6. Schafft auch eine Postkutsche alleine nicht. Also wir brauchen, glaube ich, noch mal eine Postkutsche. Da steht, sind auch 8. Hier steht jetzt niemand mehr. Hier haben wir 5. Ja, wir müssen noch mal eine reinhauen. Hier sind 11. Okay, dann machen wir das so. Dann lassen wir noch mal eine zusätzlich fahren. So, Linie zuweisen. Washington, Linie 1. So. Weil die schmeißt er eh. Mal gucken. Ja, die hat, die macht gut Gewinn. Genau, die macht gut Gewinn. So. Gut, jetzt schauen wir mal, wie viel liegt jetzt auf unserem Ding. Auf unserem. Aha. 13. Hey. Hey. So, 13. 9. So. Ist, was ist da geplant? Wieder eine Vergrößerung? Nein. Jetzt müssen wir mal gucken. Finanzen. Ja, Minus. Ist klar. Trotzdem noch ein bisschen warten, bis da mehr liegt. Also das ist mir einfach noch zu wenig, denn wenn die dann immer hin und her fahrt und mit vollen Hängern, dann macht die mehr Gewinn, als wenn sie ohne, also wenn sie nur halb fährt. Das haben wir schon, aber schon wieder 12.000 minus. Eieieiei, bis das mal richtig läuft. 14, das ist eine Wagenladung da. So, wir haben noch 2 Millionen. Wir können jetzt eigentlich gleich mal gucken, wo wir noch was bauen können. Hier brauchen wir Eisenerz. Ich weiß nicht, ich liebe das mit dem Industriezeugs hier. Ah, okay. Hier haben wir die Kohle, die wir hier brauchen. Aber wo kriegen wir das Eisenerz? Hey, Dollars. Da ist auch Kohle. Hier auch. Also Kohle gibt es genug, aber Eisenerz haben wir jetzt da hinten. Oh, oh, oh. Entschuldigung. Eisenerz, das ist natürlich... Hier haben wir auch Eisenerz, aber das ist alles zu weit weg. Außer wir verbinden High Point später
mit Washington DC mit einer Zugverbindung, weil dann kann man nämlich gleich mit mehreren Gleisen fahren und Eisenerz und so weiter mitnehmen. Aber das wird natürlich dann ein riesengroßer Aufwand erstmal. 7,16 da. Wir warten, bis wir ja, so 20, 25 da liegen haben. Was haben wir dann noch? Fresno. Da haben wir auch. Brauchen wir auch Eisenerz und Kohle. Hier Öl. Hier auch. Ah, haben wir vielleicht Öl irgendwo? Dann kann man nämlich vielleicht Öl herbringen. Mal kurz gucken. Nee, das ist alles zu weit weg. Oxford ist da hinten. Naja. Also es dauert schon, bis wir da mal wirklich richtig gut was laufen haben. Ups. So. Was sagen unsere gesamten? Nee, wir nehmen noch, wir haben jetzt mehr Ausgaben wie Einnahmen im Moment. Das kann sich aber natürlich noch ändern. 20 liegen jetzt da. Ist aber auch zu wenig, weil es bleiben ja nur 6 übrig, wenn der erst losfährt. Eieieiei. Ich würde sagen, wir warten einfach bis Ende dieses Jahres und im nächsten Jahr lassen wir den dann wieder los. Dann liegt vielleicht genug da. Ich weiß natürlich auch nicht, wie groß die Kapazität ist von dem Bahnhof, von dem Güterbahnhof. 88.000. Huhuhu. Ja, das ist die Optimierung. Wenn wir Pech haben, müssen wir irgendwann wieder neu anfangen, weil sich der Johnny hier zu blöd angestellt hat. Aber ich glaube, wenn wir Kutschen genommen hätten, wäre es nicht so effektiv, weil die viel länger unterwegs sind. Außer werden dann den direkten Weg gebaut. Gut, die werden billiger. Ja, mein Gott. Jetzt sind schon drei Mal Holz da. 22. Das heißt, wir haben dann 8 plus. Also es sollte ja wenigstens eineinhalb Ladungen da liegen, wenn der mit einer vollen Ladung wegfährt. Denke jetzt ich mal. Aber naja, wir werden es ja sehen. So, auf alle Fälle sind wir hier. Schon wieder. Ne, wir sind noch nicht am Ende. Nein, nein, Schmann. Schmann, noch 5 Minuten haben wir. Alter, ich hätte es viel zu früh abgebrochen. So, das heißt, ich brauche mindestens, jetzt hat er 23, das heißt, 8 liegen da. Ne, wir brauchen noch, wir müssen noch warten, wir müssen noch warten, bis er so 30 liegen hat. Weil dann denke ich, dann haut es auch super hin. So, jetzt schauen wir noch mal die Linien an sich an. 66.000, okay. Ich denke mal, dass das doch jährlich ist. Weil, jetzt müssen wir mal noch mal gucken. Ja, das ist jährlich. Moment, ja. Ja, jährliche Ausgaben, jährliche Einnahmen, bla bla bla, genau. Okay, gut. Mal schauen. 106.000. Jetzt ist das Jahr bald vorbei. 20. Sieht aber schon cool aus, wie sich da alles rumwuselt. Bin ja gespannt, wie das später, wenn man bessere Züge und so weiter hat. Schnellere wär natürlich cool. Gibt es da eigentlich jetzt schon was Neues? Mal gucken. Nein, gibt es noch nichts. Gibt noch nichts Neues.
6.